Willkommen zu meinem siebten Installations-Tutorial Kanal Genius LP. Hier heute das Thema Minecraft Shader in der Version 1.5, 1.6, 1.7 und 1.8 zu installieren. Ich glaube mal, das wird auch für die höhere Version kompatibel sein, diese Installation, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Na denn, wie ihr seht, ich spiele mit Shadern. Das ist der Silbold Vibrats Medium Shader, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und wir lernen heute in diesem Video, wie man ihn installiert und andere Shader auch. Nun, zuerst mal kommen wir zur Installation. Also, zuerst geht ihr auf diese Internetseite hier. Da ladet ihr euch den Core-Mod herunter. Wie gesagt, was ich noch nicht gesagt habe, ihr braucht dafür Minecraft Forge. Denn hier arbeite ich mit Minecraft Forge in Version 1.8.0. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr Minecraft Forge installiert, dann klickt ihr einmal auf das Video hier unten links, da habe ich eins verlinkt, da erkläre ich, wie ihr Forge installiert. Aber für die Leute, die es wissen, können wir auch weiterschauen. Nun gut, also. Zuerst einmal ladet euch den Core-Mod runter. Der ist hier zu finden, auf dieser Seite hier. Der Link ist in der Videobeschreibung, sowie die anderen Seiten auch. Nun, dann ladet ihr euch die jeweilige Version runter, hier ist zum Beispiel 1.7, 1.6 und 1.8. Dann ladet ihr euch den shadermod.net, geht ihr einmal drauf und dann seid ihr auf dieser Internetseite hier. Gut, dann seht ihr nochmal ein paar Bilder und hier seht ihr nochmal die bestimmte Version des Core-Mods, die ihr euch herunterladet. Hier klickt ihr dann auf Download und dann hier auf den ersten Link. Und dann werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet, wo ihr auf dieser Seite bleiben klickt. Und hier oben rechts steht jetzt bitte warten Sie. Hier wird jetzt bald ein Countdown ablaufen, der von 5 bis 0 Sekunden geht, wo ihr die Werbung überspringen könnt. Ich habe gerade einen Werbeblocker drin, deswegen ist hier keine Werbung. Falls dieser Countdown nicht startet, wie bei mir, ladet ihr einfach die Seite einfach nochmal neu und dann sollte es schneller funktionieren. Guckt, da geht es auch schon los. Wenn das der Fall ist, dann steht jetzt hier in grün und schwarz Werbung überspringen. Da macht ihr immer drauf und dann bestätigt ihr mit Behalten, dass ihr den Mod haben wollt. Dann macht ihr das Fenster einmal kleiner und zieht diesen Core-Mod euch auf den Desktop. So. Jetzt können wir das hier erstmal schließen. Dann wollt ihr natürlich auch nochmal ein Shader-Pack haben. Ich weiß nicht genau, welches ihr haben wollt, aber ich hatte zum Beispiel gerade das Sildurst-Shader-Pack drin. Oh, ja. Fehlermeldung von Windows, läuft bei dir. Ist es mir egal, welches ihr runterladet. Es funktioniert mit allen. Ich mache es jetzt einfach mal mit Sildurst vor. Dann klickt ihr einmal auf Topic Link und dann könnt ihr euch hier die verschiedenen Auflösungen runterladen. Bei mir war es hier gerade Medium im Video, ganz am Anfang. Und ja, ich lade mir es einfach nochmal Medium herunter. Dann werdet ihr wieder auf diese Seite AdFly geleitet, aber diesmal startet der Countdown direkt. Das heißt, ihr könnt direkt auf Werbung überspringen klicken und hier werdet ihr auf eine Seite von Mediafire weitergeleitet und hier ladet ihr euch die .zip Sildurst Front Shader runter. Gut, dann könnt ihr euch das wieder schließen und dann ladet ihr euch einmal Optifine runter. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie man so ohne Shader Optifine installiert, der klickt jetzt hier nochmal unten links auf das Video, da erkläre ich, wie ihr euch Optifine installiert. Hier ladet ihr euch die jeweilige Version runter. Ich habe gerade für Shader 1.8.0, das heißt, ich lade mir auch die 1.8.0 für Optifine herunter. Wer nicht weiß, was Optifine ist ein FPS-Booster, was das ganze Spiel flüssiger macht, mit dem ihr zoomen könnt und mit dem ihr auch mehr Grafikeinstellungen habt. Ich würde euch raten, das herunterzuladen. Gut. Dann klicken wir einmal auf Download. Dann werden wir wieder auf die AdFly-Seite weitergeleitet. Warten wieder den Countdown ab und bis der Countdown abgelaufen ist, wieder auf Werbung mal springen klicken. Wie ihr das gewohnt seid. Dann nochmal auf Download Optifine 1.8.0. Hier links und rechts nochmal Werbung. Nichts draufklicken. Nur auf diesen Link hier in der Mitte. Und hier nochmal auf Behalten. Und dann lädt er sich einmal die .jar von Optifine 1.8.0 herunter. Wenn das getan ist, zieht ihr euch die restlichen Sachen nochmal auf den Desktop. Und ja, gut. Dann könnt ihr einmal den Browser von euch wieder schließen. Und gut. Das war's mit dem ersten Teil der Installation. So, jetzt kommen wir zum dritten Teil der Installation. Ja, den zweiten Teil. Der erste Teil war ja Download. Na gut.
Ihr öffnet erstmal euren Punkt Minecraft-Ordner. Dazu geht ihr einmal auf die Tastatur von euch, drückt das Wunderszeichen unten links und drückt dazu R. Dann öffnet sich dieses Ausführenfenster hier. Hier gebt ihr jetzt 1% oder 8%. Ich kann es auch gerne nochmal eingeben. Prozent, App, Data, Prozent. Falls ihr das denn dann auf OK klickt und hier eine Fehlermeldung auftaucht, dann macht ihr die Prozentzeichen weg. So. Und klickt dann auf Roaming. Für die Leute, die Prozent noch eingegeben haben, sind direkt schon in diesem Roaming-Ordner. Gut, hier ist dann auch ein Punkt Minecraft-Ordner. Und hier müsst ihr jetzt erstmal ein paar neue Sachen erstellen. Zum Beispiel einen neuen Ordner. Den nennen wir jetzt Mods-Ordner. Und den anderen Shader-Packs. Gut, also. Der Mods-Ordner, da kommt jetzt einmal die Shader-Mod hinein und Optifine. So, zieh es bitte. Danke. In den Shader-Pack-Ordner kommt der Shader-Pack. Dann sucht man mit dem Shader-Packs-Ordner und da kommt das andere rein. So, dann haben wir eigentlich schon die Shader schon installiert. Für die Leute, die mehrere Shader haben wollen, alles hier rein. Gut. Dann könnt ihr einmal auf Minecraft.exe gehen und hier werdet ihr jetzt Forge brauchen. Also nochmal, ihr braucht das Forge-Video, was ich am Anfang des Videos nochmal verlinkt habe, so ungefähr am Anfang. So, für die Leute, die wissen ja jetzt schon, was Forge ist und wie das jetzt funktioniert, wählt ihr euer Profil aus, mit dem ihr Forge starten wollt, klickt auf Play und dann ja. Gut. Startet sich Minecraft. Hier spielen wir natürlich noch ohne Shader. Ihr müsst jetzt erstmal die Shader auswählen. Dazu klickt ihr auf Pause, Option, Shaders, Sildos, Vibrant Shaders, wählt ihr dann einfach aus oder deren Shader, den ihr auswählen wollt und klickt auf Done. Und dann seht ihr, der Shader ist installiert. Für die Leute, die das immer noch zu wenig FPS sind, wie gerade bei mir, der klickt jetzt nochmal unten rechts auf dieses Video hier, was hier ist. Da weist ihr Minecraft mehr RAM zu und damit spielt ihr auch flüssiger. Vor allem, wenn ihr mit Shadern spielt, ist das ziemlich, ziemlich wichtig. Na gut, das war's mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet bei den 2 Däumchen unter dem Video. Bewertet da auf jeden Fall, das ist mir ziemlich wichtig. Schreibt in die Kommentare, falls Probleme aufgetreten sind. Ich habe versucht, alle Probleme zu fixen. Die gehen, aber naja. Sagt es mir bitte nochmal und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.